Bei mir steht Cheftrainer Christian Preußer. Christian, erstmal vorweg, viele fragen sich wahrscheinlich, warum spielt die Fortuna zweimal 60 Minuten? Kannst du uns vielleicht Aufschluss darüber geben, was da der Plan hinter war? Ja, weil wir jetzt in einer Phase sind, wo Spielzeit total wichtig ist und wir jetzt einfach allen Spielern die Möglichkeit geben wollten, auch länger als 45 Minuten zu spielen, deswegen zweimal 60, dass wir so über den Halbzeitmodus schon rauskommen und dafür war das Testspiel auf jeden Fall heute gut. Wie würdest du die beiden Halbzeiten, nenne ich sie jetzt mal, bewerten? Ja, schon ein bisschen unterschiedlich. Ich fand, in der zweiten Halbzeit hatten wir dann schon Dominanz, hatten viel Ballbesitz. Erste Halbzeit war es ausgeglichener. Was schon nervt, ist das Ergebnis, das kann ich sagen. Also wir wollen uns da nicht an so ein Ergebnis gewöhnen, aber grundsätzlich haben wir Ansätze gesehen. Da waren ein paar Abläufe dabei, wo das Timing noch gefehlt hat. Im Pressing müssen wir noch schauen, dass wir uns ein paar Situationen angucken. Aber insgesamt Spielzeit okay, Ansätze okay, Ergebnis nervt. Wie würdest du es generell bewerten, jetzt die ersten drei Tage, das erste Wochenende so gesehen in Bad Leonfelden ist jetzt beendet. Wie fällt da dein kurzes Resümee zu aus? Ja, erstmal sind die Bedingungen sehr, sehr gut. Wir haben einen tollen Trainingsplatz, das Hotel ist super. Alle geben sich total Mühe, dass wir hier wohl aufgehoben sind und wir können richtig gut arbeiten. Aber jetzt haben wir noch ein paar Trainingseinheiten vor uns. Klar, das Spiel werden wir jetzt nachbereiten, werden dann auch uns nochmal auf das nächste Spiel vorbereiten. Und dann können wir dann auch einen Haken an die Woche machen. Aber ein bisschen was zu tun haben wir schon noch. Parallel zum Spiel wurde im DFB-Pokal ausgelost. Wir treffen auf den VfL Oldenburg. Was ist deine Meinung zu diesem Los? Ja, da müssen wir uns auch ganz akribisch darauf vorbereiten, weil das natürlich keine leichte Aufgabe wird. Aber wir haben natürlich einen Anspruch, dass wir da eine Runde weiterkommen. Aber jetzt machen wir erstmal die Vorbereitung, die ersten Spiele und dann kümmern wir uns um den DFB-Pokal. Dann danke ich dir, Christian, und gute Rückfahrt. Gerne, danke. Flo, 60 intensive Minuten in einem zugegeben nicht normalen Spielmodus mit 2x60. Wie hast du, sage ich jetzt mal, eure Hälfte des Spiels gesehen? Ja, es wurde ja viel durchgemischt, viele junge Spieler auch dabei, viele neue auch. Und ja, es ist sehr intensiv. Das war der erste gute Gegner, den wir hatten in einer harten Trainingswoche. Im Allem war das ganz okay, aber klar, wir müssen uns noch steigern. Ich fand, du hast mächtig Alarm heute gemacht über die linke Seite. Das Zusammenspiel mit dem Niklas Schipnowski hat sehr gut ausgesehen. Sind das die ersten Ansätze, die vielleicht auch schon durch die Trainingseinheiten entstanden sind? Auf jeden Fall. Ich will alles geben. Ich will wieder meine Läufe machen, die Flanken kommen. Ich will das machen, was mich stark gemacht hat. Und ich werde alles geben und versuchen, meinen Platz da zu erobern in der Vorbereitung. Und Elfmeterschießen kannst du auch locker versenkt, würde ich sagen, oder? Die Gelegenheit hast du dir nicht nehmen lassen. Ja, ist ein Testspiel, da ist man nicht so nervös. Aber Elfmeterschießen konnte ich schon immer. Wie würdest du es generell bisher bewerten? Das erste Wochenende ist jetzt hinter uns. Was ist dein Eindruck von diesen 3-4 Trainingseinheiten an diesem Wochenende und jetzt diesem Testspiel am Ende? Ja, wir haben gute Bedingungen. Das Hotel passt, der Trainingsplatz passt. Die Jungs arbeiten sehr konzentriert. Wir haben gute Trainingseinheiten. Wir müssen erst das verinnerlichen, was der Trainer von uns will. Das ist ein anderer Fußball. Aber ich denke, das kommt mit der Zeit und Schritt für Schritt, Training für Training werden wir uns das erarbeiten. Kelvin, the first test match of our training camp has finished. How did you see those two 60-minute games? Yeah, it was really good to see us how intense the football is and how we are as a team with the level and everything. So we get to work on something, but it was really good to get some intense game in this season. Yeah. And what about you personally? You tried a lot. You made a lot of moves. How did you feel about your performance? Unfortunately, I couldn't give some outcome, which is the goal. But I still feel like we need to improve on something. But I feel really good. Like we have to keep going, but still have to improve on something to get the end results going. But I feel really good about the game. And how do you feel about the preseason as it stands now? About the first training sessions we had here? Intense, but really good. That's what we need, as we can see in the test match. Which can keep us going because we need that intense so that we can keep on with the season. This is the level that we're looking for. So if you know the kind of level, then we can improve on what we can do. So then, let's get back to the hotel. I hope you have a good evening and thank you very much, Kelvin. Thank you too. Have a good evening. Ciao.